Ich denke mal, jeder sieht ein, dass es nützlich sein kann, zwei Zahlen zu multiplizieren. Und um das schnell im Kopf machen zu können, kann auswendig lernen dafür funktionieren. So wie beim 1x1, wo man ja mit der Zeit dann die Ergebnisse irgendwie kennt. Und dann ist man jederzeit immer direkt bereit, es zu rechnen. Doch was ist denn, wenn es mal zweistellig wird und man Zahlen von 11 bis 19 vorliegen hat, die multiplizieren soll und man denkt sich dabei nur, so mein Gott, dann komm erst mal runter, lerne den folgenden Trick und mach den echt mal. Und dann schaffst du das vielleicht sogar ohne Taschenrechner. Nimm die erste Zahl plus die letzte Ziffer von der zweiten. Häng eine 0 dran und jetzt bist du bereit, denn wenn du das Produkt der letzten Ziffern addierst, dann bist du fertig und du bist schneller, wenn du es gleich nochmal probierst. Nimm die erste Zahl plus die letzte Ziffer von der zweiten. Häng eine 0 dran und jetzt bist du bereit, denn wenn du das Produkt der letzten Ziffern addierst, dann bist du fertig und du bist besser, wenn du es dann immer mal trainierst. Wenn du diesen Trick noch ein bisschen übst, dann wirst du daran sicherlich deine Freude haben. Doch Achtung, wende den Trick wirklich nur für Zahlen von 11 bis 19 an. Denn die sind ja gerade 10 plus irgendeine Ziffer von 1 bis 9. Okay, und wir rechnen ja jetzt 10 plus A mal 10 plus B. Das macht, wenn ich beim Ausmultiplizieren nichts übersehe, 10 mal 10 plus 10 mal A plus 10 mal B plus A mal B. Da die 10 den ersten drei Summanden auszuklammern geht, können wir das ja machen und sind an dem Punkt, wo der Trick als Formel hier steht. Nimm die erste Zahl plus die letzte Ziffer von der zweiten. Häng eine 0 dran und jetzt bist du bereit, denn wenn du das Produkt der letzten Ziffern addierst, dann bist du fertig und du bist schneller, wenn du es gleich nochmal probierst. Nimm die erste Zahl plus die letzte Ziffer von der zweiten. Häng eine 0 dran und jetzt bist du bereit, denn wenn du das Produkt der letzten Ziffern addierst, dann bist du fertig und du bist schneller, wenn du es gleich nochmal probierst. Nimm die erste Zahl plus die letzte Ziffer von der zweiten. Häng eine 0 dran und jetzt bist du bereit, denn wenn du das Produkt der letzten Ziffern addierst, dann bist du fertig und du bist schneller, wenn du es gleich nochmal probierst. Nimm die erste Zahl plus die letzte Ziffer von der zweiten. Häng eine 0 dran und jetzt bist du bereit, denn wenn du das Produkt der letzten Ziffern addierst, dann bist du fertig und du bist besser, wenn du es dann immer mal trainierst.